Herzlich willkommen zum Hanseblick, in dem es heute um Grenzgeschichten geht. Wir befinden uns in der Ostprignitz zwischen Mecklenburg und Brandenburg. Und viele kennen dieses Fleckchen Erde bestimmt durchs Bombodrom, den militärischen Übungsplatz. Und der verwandelt sich immer mehr in ein Naturparadies. Und ich bin gespannt, wie sich die Region hier in den vergangenen 10 Jahren Freie Heide verändert hat und auf die Begegnungen hier. Die Ostprignitz, zwischen den nordbrandenburgischen Städten Wittstock und Neuruppin gelegen, ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands. Mittendrin das ehemalige Bombodrom, eine menschenleere Wildnis. Ganz im Norden Brandenburgs liegt Freienstein. 2 Schlösser hat das Städtchen zu bieten und das Pompeji Norddeutschlands. Eine mittelalterliche Stadt, die unter der Grasnarbe verborgen liegt. Um das Jahr 1200 wurde sie errichtet. Der Marktplatz war so groß wie 2 Fußballfelder heute. Wir haben zum Beispiel hier schon eine Markthalle, in der diese feinen Sachen gehandelt wurden. Die anderen Sachen, so wie Kraut und Rüben, hier die Kohlköpfe oder auch unser Fisch, den der Fischhändler bringt. Und die Fleischbänke waren am Rande des Marktes. Aber so ein Markt, der brachte natürlich ganz viele Neuigkeiten, der brachte Leute zusammen. Und wie man es hier an unserem Marktaufseher sieht, brachte natürlich auch Geld für alle. Und das war für Freienstein eben sehr wichtig. Der Bischof von Havelberg ließ die Stadt auf der grünen Wiese errichten. Später herrschten hier die Mecklenburger Herzöge. Durch die Grenzlage kam es immer wieder zu Überfällen und Plünderungen. Treffpunkt Archäologie. Ja, das hier heißt, ist wieder einer unserer Ruhepunkte. Man kann seine Füße etwas ausruhen, man kann Schutz vor Regen finden, weil wir ein Freilichtmuseum sind. Aber man kann ganz viel erfahren. Und in diesem Fall ist es ganz interessant, wenn man mal durch dieses Stereoskop schaut. Da sieht man nämlich, an der Stelle, die jetzt vor uns liegt, hat einmal eine Burg gestanden. Aber es ist eben eine hölzerne Burg gewesen. Und die ist eben nicht mehr nachweisbar, die ist total vergangen. Aber damit man ein besseres Gefühl hat, wurde das hier eben in 3D so dargestellt. Ich finde es schön, man möchte sich am liebsten zurückbeamen. Christine Neumann kennt hier jeden Winkel. Entdeckt wurde die mittelalterliche Wüstung übrigens von Privatleuten, die 1980 zufällig auf einen alten Steinkeller stießen. Grabungen und geomagnetische Messungen förderten schließlich eine ganze Stadt zutage, 25 Hektar groß. Wenn Sie gucken, alle Häuser sind im gleichen Abstand zur Straße. Sie sind auch gleichmäßig ausgerichtet. Die schöne Seite des Hauses zeigt immer zur Straße. Die Ein- und Ausgänge sind hofwärts. Wahnsinn, dass es sowas noch gibt, Frau Neumann. Sind Sie auch gerne hier? Ja, unbedingt. Unbedingt. Und ich habe überall hier in Freienstein so meine Lieblingsplätzchen. Einer hier im Archäologischen Park ist dort hinten das Stadttor, was man jetzt schon so sieht. Da hat man einen wunderbaren Blick. Und hier bin ich wirklich sehr, sehr gerne, weil aus mehreren Gründen. Erstmal, es ist was ganz Besonderes. Zum Zweiten, es ist wunderschön, so wie es angelegt ist. Und zum Dritten, ich durfte auch von Anfang an hier teilhaben und darf auch von Anfang an schon Besucher hier führen. Also man fühlt sich hier schon wirklich sehr verbunden. Das ist ein Stückchen Wohnzimmer. So, hinein in die gute Stube, bitteschön. Ja, das ist hier ein ganz besonderer Steinkeller, weil er ist größer als viele andere, das heißt auch das Haus, zu dem er gehörte. Man sieht hier noch wirklich original die Treppenstufen, die in den Keller hineinführten. Also das ist nicht nachträglich modelliert worden, das ist wirklich so ausgegraben worden. Man sieht dort diesen Übergang, also von einem Kellerraum in den anderen. Und hat man irgendwie rausbekommen, wer hier mal gewohnt haben könnte? Ja, gewohnt haben könnte. Das hängt damit zusammen mit unserer Figur vom Fischhändler. Weil die Archäologen fanden bei den Grabungen sehr viele Gräten von Dorschen und von Heringen auf dem Boden. Und das sind ja nun nachweislich Ostseefische. Auch das Land, auf dem sich dieser Keller befindet, wurde durch die Stadt Wittstock gekauft. Das ist auch einmalig, dass die Stadt sich so engagiert und sogar das Land kauft, damit wir diese 25 Hektar jetzt so präsentieren können. Herrlich, herrlich. Das alte Freienstein wurde nach Überfällen der Mecklenburger um 1300 aufgegeben. Die Stadt hat also nicht mal 100 Jahre existiert. Das ist der ehemalige Grenzgraben. 500 Jahre später schmuggelten sie hier Kartoffeln, Salz, Tabak.
Die preußischen Zölle waren hoch. Sie wurden sogar nach Körpergröße erhoben. 5 Fuß 9 Zoll. Das heißt? Ist ganz beachtlich für damalige Verhältnisse. Das ist mir noch nie passiert, dass mir einer Maß nimmt hier, bevor ich irgendwie die Grenze überschreite. Ja. Ist das so typisch hier? Wir versuchen, jeden Maß zu nehmen. Dann lassen Sie uns mal weiter gucken hier. Denn der Daberturm, der ist doch schon was Besonderes, oder? Der ist ja das was ganz Besonderes. Wolfgang Durst ist Heimatforscher. Was hat es mit dem Turm auf sich? Der Turm war Wach- und Wartturm gegen Mecklenburg. Also von hier aus konnte man wunderbar, früher waren wenig Bäume hier, 17. bis 18. Jahrhundert, also ganz schwacher Baumbestand, deshalb heißt es auch Wittstocker Heide und nicht Waldlandschaft. Und da konnte man weit in die Straße hineinblicken und da konnte man sehen, wo die Burschen herkamen. Man merkt aber richtig Zwist zwischen den Brandenburgern und den Mecklenburgern. Ich habe sogar gehört, 400 Jahre hat man sich hier um dieses Gebiet gestritten. Ja, ne? Ja, also reichlich 400 Jahre und mitunter also fast kriegerisch. Und wie ist das Verhältnis heute? Geht das so zwischen den beiden? Heute fast ideal. Also wir leben wie im tiefsten Frieden. Es gibt jetzt ein neues Buch, der Prignitzer, wie er ist mit SZ und lebt. Und da steht drin, die Prignitzer sind mehr mit den Mecklenburger verwandt als mit den Preußen, denn sie sind langsam, mulfuhl, aber machen wenig Fehler. Wer langsam ist, macht nicht so viele Fehler. Und da sind wir stolz drauf, dass wir beide hier so gut sind und verbrüdern uns deshalb in jedem ungeraden Jahr, bis alle Mecklenburger es wissen. Das kann also noch Jahrtausende dauern. So eine dünn besiedelte und wenig fruchtbare Gegend wie die Ostprignitz war besonders für das Militär interessant. Der ehemalige Bombenabwurf- und Truppenübungsplatz Wittstock-Ruppiner Heide, im Volksmund Bombodrom genannt. Seine Geschichte beginnt 1948. Die Rote Armee lässt tausende Hektar Wald abholzen und verfügt, dass auf den Brachflächen ein Schießplatz eingerichtet wird. In der Nähe befinden sich sowjetische Militärflugplätze. Lerz, Perleberg, Wittstock. Das Bombodrom wird nach und nach ausgeweitet auf am Ende 142 Quadratkilometer. Eine Fläche größer als die nahe Müritz. Auf dem Bombodrom finden Manöver des Warschauer Vertrages statt, mit mehreren tausend Soldaten. Immer wieder verirren sich Geschosse, fallen außerhalb des Übungsgeländes. Für die Anwohner ist der Kalte Krieg eine Zeit des Schreckens. Nach dem Fall der Mauer zieht die Rote Armee 1993 ab. Die Bundeswehr meldet ihre Ansprüche an. Bereits im Januar 1994 donnern erste Tornados über den Platz. Er bleibt weiter militärisches Sperrgebiet. Gleichzeitig formiert sich die Protestbewegung Freie Heide. 60.000 Unterschriften sammelt die Bürgerinitiative. Der Widerstand reicht in alle Parteien hinein und besonders auch die Kirchen engagieren sich. Musterkläger führen im Namen der Anwohner 2 Dutzend Prozesse gegen die Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium verliert ausnahmslos alle. Aber erst im Sommer 2009 verkündet der damalige Minister Jung das Ende. In diesem gesamten Abwägungsprozess kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Bundeswehr auf die Nutzung von Wittstock als Luft-Boden-Schießplatz verzichten wird. Nach der Feier folgt Ernüchterung. Denn die nächste Aufgabe erfordert noch mehr Geduld und außerdem sehr viel Geld. Denn Rote Armee und Bundeswehr haben kaum Munition geräumt. Überall im Boden lauern weiter tödliche Gefahren. Jeden Morgen fahren die Kampfmittelräumer auf den ehemaligen Truppenübungsplatz. 2 private Firmen im Auftrag des Bundes. Denn die Bundesrepublik Deutschland ist weiterhin Eigentümerin des Geländes. Die Räumung kostet etwa 10 Millionen Euro pro Jahr.
Daniel Seidel ist der sogenannte Platzfeuerwerker, also der Munitions- und Altlastenexperte der zuständigen Bundesforstbehörde. Protokolle oder Karten gibt es nicht. Fähnchen markieren Fundstellen. Es gab halt diese großen Übungen, da wurde halt auch kombiniert geschossen. Also kam halt die Luftwaffe auch mal nach oben und die Panzer nach unten. Deswegen hat man hier auf diesem Platz also eine vielfältige Munitionsbelastung, die man gar nicht klar definieren kann, weil gar nicht klar war, wie, wann, wo geübt wurde. Und deswegen hat man eine bunte Mischung und kann nicht klar sagen, wir haben das eine hier, das andere da, kann man super räumen, sondern man ist oftmals verwundert, wenn man eine Räumung in einem Bereich hat, was man da für Sachen findet, die da eigentlich normalerweise nicht hingehören sollten. Carina Burkhardt leitet die Räumung. Sie sorgt dafür, dass wirklich jeder Quadratzentimeter abgesucht und dokumentiert wird. Wir suchen Streumunition. Die ist international geächtet. Die hier, das sind 500 Stück ungefähr in einem Abwurfbehälter. Die Bombe geht dann oben in der Luft auf und dann verteilt sich das schön. Und eben da, wo die Zivilisation wohnt, das ist klar, das ist ein schönes Spielzeug. Da gibt es eben viele Verletzte im zivilen Bereich. Und eben auch wir in Deutschland haben uns verpflichtet, Streumunition, die wir haben, zu vernichten. Bei der Bundeswehr, die Bestände, die es gab, die nie verwendet wurden, die sind auch vernichtet worden schon. Und dann eben auf solchen Flächen, wo man sie noch findet, in Deutschland hier, die wird dann vernichtet. 140 ausgebildete Kampfmittelfachleute sind täglich im Einsatz. Das ist 1/10 aller verfügbaren Experten in Deutschland. Seit 3 Jahren läuft die Streubombenbergung schon. Es ist völlig irre. Ich bin auch jeden Tag immer wieder erstaunt, dass die Leute jeden Tag hier auf dem Feld stehen. Es ist ja heute ein Traumwetter. Wir haben ja aber auch Minusgrade. Wir hatten letzte Woche 1 Meter Sandsturm, darüber Regen. Hier gibt es alles, Wind, Sonne. Also die Leute sind wirklich einiges gewöhnt und stehen hier trotzdem jeden Tag. Also ist toll. Zum Anfang ging die Bundesforst von einigen wenigen 100 Streubomben aus. Mittlerweile ist klar, es sind deutlich mehr. Bisher 5.300. Selbst Splitter werden geborgen und sorgfältig sortiert. Nur Splitter, noch keine. Und nichts weiter. Regelmäßig vernichten sie gefährliche Funde vor Ort. Jede einzelne Minibombe verfügt über die doppelte Sprengkraft einer Handgranate. Pilze sammeln so in dem Zustand, wie wir jetzt die Räumung haben, nicht. Aber es ist möglich, dass die Wege, die werden ja quasi im Zuge der Kampfmittelräumung, werden die Wege ja komplett geräumt. Also dass auch in den Wegen gar kein Kampfmittel mehr drin ist. Und die Oberflächen, sagen wir mal so, bis 30, 40 Zentimeter frei sind von Kampfmitteln. Und tendenziell wird dann, wenn wir irgendwann mal hier fertig sind, die Wege zum Beispiel von Gardow nach Neuklinike für Fußgänger oder für Kutschen halt befahrbar sein. Am südlichen Ende des ehemaligen Bombenabwurfplatzes sind bereits einige Wege freigegeben. Hier liegt die größte Trockenheidelandschaft Deutschlands, 5000 Hektar groß. Verwaltet wird das Gebiet von der Heinz-Sielmann-Stiftung. Was ist das Besondere hier an dieser Region? Für die Heide ist das Besondere, dass die hier auf einem ganz sandigen Boden wächst. Und wenn man so ein offenes Land hat wie hier, dann versickert das Wasser in diesem Sand ja auch sehr schnell und es wird schnell extrem trocken und auch extrem heiß, wenn die Sonne drauf scheint. Vor allen Dingen das Mikroklima, wenn die Sonne auf den offenen Boden scheint, der erwärmt sich sehr schnell und die Tiere und Pflanzen, die da vorkommen, die müssen an solche extremen Verhältnisse angepasst sein. Und das sind Spezialisten und solche Spezialisten findet man dann nur an solchen Orten und davon gibt es nur noch ganz wenige in Deutschland. Deswegen sind diese Tiere auch so bedroht. Und deshalb kümmern Sie sich dort auch so? Deshalb kümmern wir uns darum. Wir wollen mit der Heinz-Sielmann-Stiftung
solche besonderen Schutzgebiete erhalten und auch für die Öffentlichkeit erlebbar machen. Deshalb sind zum Beispiel hier die Hauptwanderwege munitionsberäumt, damit man hier auch langgehen und das entdecken kann. Es sind einige Schautafeln aufgestellt und wir versuchen also hier uns einzubringen, dass die Natur erhalten und erlebbar wird. Hannes Petrischak ist promovierter Biologe, der sich besonders mit Insekten auskennt. Also, wonach gucken Sie denn jetzt? Wir gucken jetzt nach kleinen Tieren, nach Käfern, Spinnen, Raupen vielleicht. Sagen Sie mal, was ist das kleine Rote hier? Was ist das? Ist das auch das so sind eine? Alles Flechten hier und das sind die Fruchtkörper der rotfrüchtigen Becherflechte. Das ist auch etwas ganz Besonderes, weil diese trockenheißen Böden hier ja nicht vielen Pflanzen ermöglichen, darauf zu wachsen. Gibt es hier das Silbergras, das so büschelartig wächst, aber ansonsten wächst hier kaum irgendetwas. Und Flechten sind daran hervorragend angepasst und brauchen oft auch genau diese Verhältnisse. Und diese tollen roten Becherflechten, die sieht man auch mitten im Winter. Also man kann auch im Winter auf Flechtensuche gehen hier, wenn keine anderen Tiere unterwegs sind und man denkt, es ist vielleicht langweilig. Für Flechtenfreunde ist es ganz spannend. Ja, man kann hier auf vieles achten. Wenn zum Beispiel kleine Trichter im Sand sind, dann sind das die Fangtrichter von Ameisenlöwen. Ja. Ja, genau. Da ist sie auch. Das ist die Körbchenspinne. Die Körbchenspinne, die macht sich, deshalb heißt sie auch so, so ein nach oben offenes Körbchen aus Gespinst. Und da sitzt sie meistens drin. Aber ihr eigentliches Netz ist irgendwo hier zwischen den Heidesträuchern. Aber die ist gut getarnt, ne? Ja, die ist sehr gut getarnt. Diese bräunliche Färbung, die macht sie ja ziemlich unsichtbar. Allein hier sind 276 Spinnen- und Insektenarten nachweisbar. Die Heide ist nationales Naturerbe, obwohl sie menschengemacht wurde. Denn bevor das Militär kam, stand hier ein Kiefernwald. Hier zieht sich so ein Dünenzug durch. Und das ist so, dass das hier alles im Untergrund eiszeitliche Schwemmsande sind und Flugsande, die hier mehrere Meter dick die Landschaft unter uns bedecken. Und nach der Eiszeit sind die aufgeweht worden zu richtig schönen Dünenzügen. Und als die Panzer hier gekommen sind und hier wieder alles so richtig frei geschoben haben mit ihren Fahraktivitäten, da ist dieser Flugsand wieder reaktiviert worden. Und da sind auch die Dünen nochmal wieder umgelagert worden und so. Und deshalb ist das toll, wenn man heute solche offenen Sandstellen immer noch findet und da gucken kann, was da im Sand lebt. Und das alles durch militärische Nutzung möglich im Nachgang. Genau. Springspinnen haben vier nach vorne gerichtete Augen und das mittlere Augenpaar ist auch sehr groß und die können ihre Netzhäute vor und zurück bewegen und auch seitlich hin und her, ohne sich selbst dabei bewegen zu müssen. Und dann können die eine Beute genau fokussieren und springen dann drauf und greifen zu. Und das ist eine unserer größten Springspinnen überhaupt und eigentlich eine Art, die im Mittelmeerraum vorkommt. Und das ist einer der nördlichsten Vorposten hier überhaupt, weil hier diese extrem trockenwarmen Strukturen sind. Und da findet man die Spinne. Also sind Sie mitunter einen ganzen Tag in der Heide zu finden? Ja, also wenn ich mal hier sein kann und nicht am Schreibtisch arbeiten muss, dann bin ich manchmal auch den ganzen Tag hier. Am nördlichen Ende des ehemaligen Truppenübungsplatzes liegt die alte Bischofsstadt Wittstock. Die Innenstadt ist frisch aufgehübscht. Für die Landesgartenschau 2019 wurden Parks und Gärten neu angelegt oder saniert und 20 Millionen Euro investiert. Gepflegt werden die Beete und Grünanlagen von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Und die treffen sich einmal in der Woche am Libellenspielplatz. Also was ich ja weiß, Sie machen das ehrenamtlich. Ja. Warum machen Sie das? Einfach, weil es Spaß macht.
Wir treffen uns, wir kennen uns von der Lager, wir treffen uns, es macht Spaß zusammen zu arbeiten, zu schnattern, wie sich das so ist. Kaffee und Kuchen gibt es immer umschichtig. Also genau. Man ist irgendwie verbunden mit der Stadt. Wir finden es ganz toll, der Bürgermeister hat es toll hingekriegt. Es passiert was in dieser kleinen Stadt. Wenn Corona nicht ist, haben wir viele Events. Da gibt es um die Stadtmauer rum, Abendspaziergang und alles sowas. Und auf dem Reichfall gibt es Events. Also es wird schon viel getan. Und damit es dann auch toll aussieht, sind wir denn da. Was hat das mit Wittstock gemacht, diese Landesgartenschau? Bekannt gemacht. Bunt gemacht. Vorher waren diese Anlagen nicht so schön, wie sie jetzt sind. Und die Blumen, die sie jetzt hier wachsen, sind ja nicht mehr wiedergekommen, aber gehörten ja eben dazu. Und auch dieser Teppichflor, den wir da vorne hatten, das ist einfach so gekommen. Und wir haben hier den Zugverkehr Wittstock-Berlin gehabt, jede Stunde. Und hier sind Leute hergekommen, die haben gesagt, wenn die Landesgartenschau hier nicht gewesen wäre, hätten sie nie Wittstock gesehen. Und sie würden jederzeit wiederkommen, weil Wittstock sehr schön ist. Das schönste Lob an sich ist, ich gebe mich dann aber nicht unbedingt zu erkennen, Fontanegarten. Ja. Man geht einfach mal rein, wenn Gäste so da sind und hört mal. Und dann, ach, ist das schön hier. Und das haben sie aber schön gepflegt. Oh, hab ich's eigentlich mehr. Dann liegen wir richtig. Ne? Und der Fontanegarten liegt uns sehr am Herzen. Der ist einfach unser zentraler Punkt. Sie brennen dafür. Ne? Ja, wir brennen dafür. Die Landesgartenschau war ein voller Erfolg. Mehr als 400.000 Besucher kamen. Ein Viertel mehr als erwartet. Die Gärten und Parks ziehen sich entlang der Stadtmauer. Der Eintritt ist frei. Wittstock ist mehr als 1000 Jahre alt und damit eine der ältesten Städte Brandenburgs und sogar eine der größten Deutschlands, jedenfalls flächenmäßig. Auf einem Gebiet, das doppelt so groß ist wie Hannover, leben gerade mal 14.000 Einwohner. Auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes der Deutschen Reichsbahn wartet der Bürgermeister auf uns. Das ist sein alter Arbeitsplatz. Jörg Germann war nämlich mal Lokführer. Das Ding können Sie auch steuern? Ja, hier hat man dann auch, dann waren die Bremsen frei, dann hat man hier mit Gas gegeben. Sie sehen ja hier die Fahrstufen, hier ist null. Und dann hat man hier die Richtung gegeben und dann konnte man so rumfahren und so rumfahren. Und dann war man hier mit der Lok drauf und hat ein Zeichen gegeben und dann ist man dort reingegangen, hat eine Zahl gesagt. War schon schön. Ja. Der Hut ist geplatzt. Und das ist jetzt, sind die Räume für die Jugend? Ja, das ist unser Jugendzentrum. Also das war hier mal die ehemalige Schlosserei. Das haben ja auch alles Jugendliche mit, wie sagt man so schön, entwickelt und gestaltet. Hier sind immer, also von Dienstag bis Sonntag haben wir hier auf, sind immer 50 Jugendliche hier. Also. Vor ein paar Jahren standen auf dem Bahngelände nur Ruinen. Für Jörg Germann schwer zu ertragen. Die Stadt kaufte der Bahn schließlich alles ab und sanierte Gebäude für Gebäude. Als letztes den Lokschuppen. Der wird Design- und Vertriebszentrum eines örtlichen Holzverarbeiters. Der parteilose Bürgermeister hofft auf Touristen und auf Zuzügler. Also sehen Sie sich sozusagen als Tor zur Mecklenburgischen Seenplatte? Die schönste Region Deutschlands ist die Mecklenburger Seenplatte. Wir sind von der Mecklenburger Seenplatte 21 Kilometer Kleine Müritz-Röbel entfernt. Du kannst mit Fahrrad bis in gut anderthalb Stunden, ja, wenn du Wind von hinten hast, bist du an der Müritz. Mhm. Machst deinen Rucksack ab, stellst ihn ab, bist mittendrin. Ja, das ist so und das wird auch so bleiben. Und das ist doch eine Region, die Prignitz an sich, dass eine lebenswerte Region ist. Und da muss man wieder aufpassen, dass das Lebenswerte nicht kaputt gesiedelt wird, also diese Qualitäten man erhält. Mit einer vernünftigen Siedlungsstrukturentwicklung. Man muss nicht überall Eigenheimgebiete haben, um die Menschen hier in die Region zu locken. Nein. Zwei Dinge hat sich der Bürgermeister in seiner letzten Amtszeit noch vorgenommen. Einen Radweg auf der alten Bahntrasse an die Mecklenburgische Seenplatte und den Umbau der ehemaligen Tuchfabrik zu einem Schulzentrum.
Im nahen Heiligen Grabe wohnt und arbeitet Ulrich Büschke. Ist aber hier weggefault, ist das? Hier schraubt immer der Meister persönlich. Ulrich Büschke ist Einzelkämpfer. Als Handwerker freut man sich, wenn was fertig wird, wenn alles wieder funktioniert. Das ist eine Arbeit, wo man sieht, was man macht. Ne? Dann habe ich meine Pferdchen laufen hier, guck mal, kann ich rausgucken. Dann kommt der Klapperstorch vorbei. Hier gehst du morgens her mit Freude. Es war stressig manchmal, aber gehst du abends mit Grinsen nach Hause. Ich habe Geld verdient und habe Leute glücklich gemacht. Seine eigentliche Leidenschaft ist aber eine andere. Ulrich Büschke ist damit schon Sportler des Jahres geworden, mit über 50. Jetzt ist hier Feierabend, Punkt 12, jetzt geht's eine Stunde in den Hobbyraum. Das ist ein umgebautes Krankenbett. Warum sonst gewesen? Außer einer Wirtschaft fahren und ein paar Stunden Arbeit. Ich sag mal, jetzt baue ich die auseinander, bin jetzt eine halbe Stunde Training gefahren. Es kommt alles ab, Ketten raus, Ketten müssen gewaschen werden, weil alles versandt ist und schmirgelt das kaputt. Vergaser runter, Proppen rauf, Motor waschen, Kupplung machen. Ich sag mal, mit auseinanderbauen und waschen, 2 Stunden und nochmal 2 Stunden putzen. 4 Stunden putzen und eine halbe Stunde fahren. So eine Speedway-Maschine kann man nicht kaufen. Von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ulrich Büschke hat alles selbst zusammengebaut. Alles auf sich und seine Fahrweise zugeschnitten. Er startet bei den sogenannten Veteranen in der 4-Ventiler-Klasse, der Königsklasse. Der Heidering Wittstock ist die Heimatbahn von Ulrich Büschke. Der MSC Wölfe gehört zu den Spitzenclubs in Norddeutschland. Speedway ist hier Volkssport. Ulrich Büschke war zuletzt 2015 Vize-Europameister, war aber auch schon Europameister. Hier ist mal so ein Buch von meinen guten Erfolgen. Das hat mir meine Frau und meine Tochter zum Geburtstag geschenkt. Nicht mein Hobby, weil da hängt ein Haufen, klar ist ein Hobby, aber ist ein sehr aufwendiges Hobby. So. Das ist Parchim. Und meine Tochter mit bei. Ja, das war auch, da ist der Dreck geflogen. Das ist Rastede. Die 1000 Meter Grasbahn. Erst war das so glatt gewesen wie Sau, konntest du den Motorrad gar nicht steuern. Und dann kam der Sand hoch und dann siehst du ja wieder Gas ohne Ende hinter. Und da geguckt, da hältst du dich raus. Hier ist die Truppe so drauf. Das ist mein ärgster Konkurrent aus England hier. Das ist hier Bob Dolman. Nach der Corona-Pause beginnt der europäische Rennbetrieb gerade wieder. Auch mit Mitte 50 ist Ulrich Büschkes Ehrgeiz ungebrochen. Zum Glück hat er aber auch Freude an etwas gemütlicheren Modellen. Dein Motto ist ja in 3 Sekunden auf 100. Wie viel schaffen wir hiermit? Ja, ein bisschen weniger. Bisschen weniger. Nach oben gerechnet. Ich bin eben nicht mehr mitgefahren. 10, 12 Sekunden. Ja, 100 sowieso nicht. Nee. Er fährt aber 60. Hängst du an dem Teil? Da hänge ich dran, ja. Warum? Ja, weil ich habe den mit 14 von meinem ersten Jungfeuergeld gekauft. Also das gleiche Teil ist nicht, der genauso aussah und der bleibt bis... Das ist auch meine Erinnerung. Ja. Bitte halten. Okay. Ja, kann ich aufsetzen. Ich fahre den gleich los. Ne? Ja. So, mal sehen, ob das überhaupt passt hier. Der ist ja nur geborgt. Oh, fängt schon gut an. Das ist eine enge Nummer hier, du. Aber wie ist das jetzt für dich, hier so mit dem Moped lang zu fahren? War schon geil, ne? Geil, ne? Ja. Das ist meine alte Heimat. Da bin ich aufgewachsen, Jugendtreff. Mit 13, 14 war ich fahren, Kumpels getroffen mit dem Zug und mein Mopedführerschein im Wittstock gemacht. Ah, okay. Ich bin mit dem Trecker noch über den Markt gefahren hier. Hier durch noch, ja. Fahrschule.
Da war Parkplatz am Markt gewesen. Sind wir mit Trecker mal lang hier. Ja, wird schon so schön geworden. Sehr schön, ne? Die Fachwerkhäuser. Ja, alles. Ist schon Vorzeigestadt. Eine Vorzeigestadt, die vieles bewahren konnte. Das nördliche Stadttor, das Gröpertor, ist auch schon mehr als 700 Jahre alt. Gleich neben der Werkstatt von Ulrich Büschke das Klosterstift zum Heiligen Grabe. Noch so ein verstecktes Kleinod. Die Anlage gilt als besterhaltene in Brandenburg. Hier wurden verarmte Töchter aus adligen Häusern und Waisenkinder betreut. Später behinderte Menschen gepflegt. Das Kloster ist noch aktiv, besitzt ein Museum zur Kloster- und Regionalgeschichte. Die Stiftsleute waren es, die einen großen Teil der Umgebung urbar gemacht haben. Moore wurden entwässert und Seen aufgestaut. Trotzdem blieb die Ostprignitz immer dünn besiedelt, besonders hier im Osten. Deshalb ist hier eines der dunkelsten Gebiete Deutschlands. Nur wenige Häuser und Straßenlaternen stören den Blick in den Nachthimmel. Die Gegend will deshalb nun ganz offiziell Sternenpark werden. Eine Sternwarte jedenfalls gibt es schon. In Sewiko, auf dem Dach von Familie Turnacks Scheune. Die Füße bitte darauf. Und gerade stehen bleiben. Die Füße aufs Grüne. Und muss ich mich noch festhalten oder Nein, passiert noch na, was? So, ein bisschen so rum oder andersrum? So ist richtig. Okay, ich bin bereit. Also einmal. Einmal nach oben. Oh Gott. Also sowas Abgefahrenes habe ich noch nicht erlebt. Ich denke, das hält an. Oh. Gott, Gott, Gott. Und einfach losgehen, ja? Ein Stück hier festhalten. So, wie geht's jetzt weiter? Kai Tonak ist eigentlich Lehrer für Physik und Technik. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Meine Frau wollte eigentlich mal eine Dachterrasse. Okay. Habe ich ihr gesagt. Aber nur einer mit Fahrstuhl. Dann hat sie gesagt, okay. Dachte aber nicht, dass ich das denn wirklich mache. Aber diese Konstruktion. Normalerweise hätte man doch eine Leiter machen können, oder? Ein bisschen schwierig mit einer Leiter. Und der Fahrstuhl war eigentlich für mich so... Altersgerecht vielleicht für später. Für später. Wer weiß, was noch wird. Vorsicht. Ups. Wir können hier auch Licht ein bisschen... Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Einfach Leiter hoch. So. Aber viele haben hier oben nicht Platz, oder? Ja, zu dritt ist okay. Zu dritt? Okay. Oh, hier soll ich mich nicht festhalten. Nee, am besten jetzt noch eine Stufe irgendwie. Ja, schaffe ich das. Und dann? So. So, okay. Dann stehen wir in der Gruppe. Machen wir hier zu. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Das ist doch wirklich verrückt. Ja, wie gesagt, sollte es eine Dachterrasse werden und war dann irgendwie zu groß und dann habe ich doch wieder vielleicht einen kleinen Turm oder denn wie kriegt man sowas genehmigt überhaupt? Und wollte ich erst als Taubenschlag tarnen, hatten Freunde gesagt, fang nicht mit Tieren an, wird nie genehmigt und dann sagte irgendjemand, mach doch Stern. Ja, und dann war das klar so eine Kuppel für ein Teleskop. Die Kuppel hat Kai Tonak in Großbritannien bestellt. Und wir haben Glück, der Mond ist zu sehen. Das sieht aber sehr modern aus. Ist auch. Das Teleskop hat 2 Meter Brennweite. Es macht Galaxien und Sternennebel sichtbar, kann 40.000 Himmelsobjekte speichern. Heute muss der Mond reichen. Bitte schön. Bitte schön. Einmal zum Mond und zurück. Einmal zum Mond und zurück. So. Oh ja, sieht cool aus. So, wie viele tausende Kilometer sind wir denn jetzt hier weg? Der Mond ist weg, 400.000. Was bauen Sie denn als nächstes? Gibt's schon einen Plan? Ähm,
Nicht wirklich. Nee? Nee. Wahnsinn. Dass das so weit weg ist. Gefühlt fast so weit weg wie der Mond war zu DDR-Zeiten für viele hier die kleine Siedlung Kuhlmühle. Bis heute ranken sich Gerüchte um den abgelegenen Ort. Eine Feierstätte der Nazis, ein Stasi-Erholungsheim soll es hier gegeben haben. Ganz sicher ist es ein Ort deutscher Geschichte. Und die beginnt mit einer Wassermühle. Und Sie sind hier groß geworden? Nein, mein Vater ist hier geboren, hier in dem Haus. Und ich bin in Wittstock geboren und meine Eltern sind dann, ich glaube, so circa 53 in den Westen gegangen. Mhm. Sibylle Herbel ist die Enkelin des letzten Müllers. 1929 verkauft er 75 Hektar Land und seine Mühle an die Kommunistische Partei. Die KPD richtet ein Erholungsheim ein, schult ihre Kader. Der Verkauf wird allerdings nie rechtskräftig, weil die KPD die Kaufsumme nie bezahlt. Nach 1933 reißen sich die Nazis alles unter den Nagel. 1935 organisiert die Hitlerjugend hier das sogenannte Deutschlandlager für nationalsozialistisch gesinnte Auslandsdeutsche. Was ist das jetzt für ein Ort? Ja, das ist, hier haben die da sich versammelt und da waren hier alles von der ganzen Welt waren da Fahne. Ah. Und das war von die, weil die Jugendtreff, Weltjugendtreff von den Nazis. Wundert Sie das dann nicht eigentlich, dass die DDR das nicht beseitigt hat, was die Nazis mal errichtet haben? Nö. Ich habe als Erste gedacht, das ist ein Unterbau für eine Windmühle. Weil genau diese Treppe, die hier an dieser Seite sind. Ist ein wunderbarer Fremdenführer. Joost van der Velde kommt aus den Niederlanden und lebt in Kuhlmühle. Er ist Bildhauer und Kulissenmaler. Ihn interessieren Spuren der Geschichte, wie die Halterungen für die Fahnen auf der Ringmauer. Hier sind die. Hast du eine gefunden? Na hier, die sind ganz dicht beieinander. Ja, genau, das sind die. Ja, genau. Ja, das sind die, das ist ja unglaublich. Ja, man muss erst das Video gesehen haben, was im Archiv ist. Und dann habe ich danach gesucht. Und dann erst habe ich es gefunden, vorher habe ich es auch nicht gesehen. Untergebracht wurden die 2500 Teilnehmer in Zeltlagern. Mit Sport, Spiel und Drill wollten die Nazis Auslandsdeutsche für sich gewinnen, sie auf den kommenden Krieg vorbereiten. Auch ein sogenannter Tingplatz wurde damals angelegt. Das war die Bühne hier. Ach, das war die Bühne. Und das war praktisch hinter die Bühne, das Metall. Und du siehst, das ist schon eine sehr hohe Bühne. Hier. Eine Bühne für Hitlers Stellvertreter Hess und den sogenannten Reichsjugendführer Baldur von Schirach. Im Mai 1945 nimmt die Rote Armee Kuhlmühle kampflos ein. Aus dem HJ-Lager wird das zentrale Pionierlager des Ministeriums des Innern der DDR, Ho Chi Minh. Die besten Wassergrundstücke am Großen Baalsee kassiert das Ministerium für Staatssicherheit. Ein Hotel, Bungalows, Bootshäuser, Sauna und Kegelbahn werden gebaut. Angehörige des Stasi-Wachregiments machen hier Urlaub, ungestört von der Außenwelt. Nach der Wende bekommt Sibylle Herbel das Gelände ihres Großvaters rückübertragen. Teile verkauft sie auch an Joost van der Velde. Im ehemaligen Kulturraum der Stasi richtet er ein Handmühlenmuseum ein. Heute bietet das ehemals abgeschottete Kuhlmühle Freiräume, die woanders längst verschwunden sind. Auch Kuhlmühle grenzt an das ehemalige Bombodrom. Keine ganz ungefährliche Nachbarschaft. 2016 setzen Reste einer sowjetischen Phosphorbombe den Wald in Brand. Das Feuer vernichtete am Ende 56 Hektar.
Um den Brandschutz kümmert sich die Bundesforstbehörde. Wenn es brennt, sind die Förster auf sich allein gestellt. Wegen der Munitionsbelastung dürfen zivile Feuerwehren nicht helfen. So, da haben wir unsere Karte. Wir stehen jetzt hier an dieser Ecke. Genau da. Das war die Haupteinflugschneise damals, um die Ziele hier in diesem Bereich zu erreichen für die Luftwaffe der Russen. Und diese grüne Linie, die bezeichnet unser Brandschutzsystem heute. Ja, die sich sozusagen komplett um die ganze ehemalig militärisch genutzte Fläche zieht. Das war mit das Erste, was Rainer Entrups Behörde nach dem Abzug der Roten Armee in Angriff nahm. Ein 50 Meter breiter Brandschutzstreifen, um angrenzende Wälder und Dörfer zu schützen. Der braucht allerdings ständig Pflege. In anderen Flächen, wo dann noch Kampfmittelbelastung ist, da machen wir das händisch. Da gehen wir dann sozusagen mit unseren Leuten rein. Insbesondere Ginster ist ein Problem. Der darf da nicht stehen, der muss runtergeschnitten werden. Und Kiefern, die natürlich immer wieder neu ansamen, müssen immer wieder rausgeschnitten werden. Noch zu DDR-Zeiten wurde versucht, den Wald teilweise wieder aufzuforsten. Schachbrettartig, außen mit Birken und innen mit Kiefern. Aber nach Bombenabwürfen brannten die Kiefern regelmäßig wieder ab. Nur die Birken haben die Feuer überstanden. Heute ist der Wald in viele einzelne Sektoren aufgeteilt, die im Notfall kontrolliert abbrennen können. Die Heideflächen brennen regelmäßig. Das sogenannte kalte Brennen verjüngt die Heide, bewahrt das Biotop. Der Rossauer Revierförster Christoph Licht kümmert sich um das Feuer. Es ist uns auch schon mal ein bisschen was schiefgegangen im Laufe der Jahre. Aber dadurch haben wir halt natürlich auch einen sehr großen Erfahrungsschatz mit Feuer und können das überhaupt in der Art erst machen. Im Hochsommer geht das natürlich nicht. Die optimale Zeit zum Flammen ist eigentlich der Februar. Weil das ganze Bodenleben, hier sind ja Schlingennattern und Zauneidechsen, die sind alle in irgendwelchen Löchern. Und deswegen aus naturschutzfachlicher Sicht machen wir das immer bei Frostlagen am liebsten, Ostwind, Wetterlagen, wo das ganze Bodenleben praktisch oder die ganzen Tiere praktisch im Boden drin sind. Anfänglich sollte die Bundesforst den Schießplatz für die Bundeswehr bewirtschaften. Aber die Aufgaben haben sich gewandelt. Heute sind die Forstmitarbeiter Naturschützer, Feuerwehrleute und Munitionsexperten. Sie hegen und pflegen die größte Heidelandschaft Deutschlands, die direkt an die Mecklenburgische Seenplatte grenzt. Dieses Gebiet zwischen Mecklenburg und Brandenburg hat echt reizvolle Ecken zu bieten. Ich selbst bin jetzt hier auf dem Nebelsee unterwegs. Vor mir Brandenburg und hinter mir Mecklenburg. Und ich werde jetzt wieder zurück in meine Heimat und kann Ihnen einfach nur empfehlen, wenn Sie Lust haben, entdecken Sie dieses Grenzgebiet doch einfach mal. Machen Sie es gut. Das war der Hanseblick. Tschüss.